So, hallo Leute und willkommen zum voraussichtlich finalen Part von Let's Heil, Play. Freund. Euch habe ich hier unten im Schlachthaus Heil? meines Wissens noch nie gesehen. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Agronak Gromalok. Die meisten nennen mich den Grauen Prinzen. Eigentlich ist es etwas albern, sicher, aber die Menschen von Cyrodiil wünschen sich eben Helden. Und diesem Wunsch komme ich nur zu gerne nach. Natürlich weiß ich, wer ihr seid. Ich kann mir auch denken, was ihr hier wollt. Ihr wollt mich herausfordern und Großmeister werden. Habe ich recht? Ja. Das habe ich erwartet. Ich nehme eure Herausforderung an. Sprecht mit Isabel und sagt ihr, wann ihr bereit seid. Dann mache ich mich zur Arena auf. Möge Shinji mit uns sein. Nee. Tut mir leid. Aber wir... Oh. Ach, scheiße. Nee, ich lade jetzt nicht. Es sieht nämlich so aus, eigentlich, wenn man ihn früher anspricht, hat er eine Quest für uns. Und zwar möchte er herausfinden, was aus seinen Eltern war und bla bla und warum bla 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 bla. Da schickt er uns also in einen Dungeon und da findet man dann irgendwas, ein Tagebuch oder so, keine Ahnung, von seinem Vater oder so. Und er möchte nämlich wenigstens noch, bevor er hier in der Arena durch mich stirbt, wissen, wer er eigentlich ist, weil er das nicht weiß. Und bei der Quest bekommt man dann halt noch einen besonderen Gegenstand und dann hat man irgendwie ein besseres Gewissen, wenn man ihn dann erst tötet oder so. Tja, das ist jetzt Arschkarte und wir können uns die Quest nicht mehr holen, weil das habe ich mir jetzt ein bisschen versaut. Hätte ich ihn früher fragen sollen, naja... werde ich eventuell später nochmal ein extra Video zu machen. Wenn ihr das wollt, es ist etwas, ich würde es gern, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Und zwar, wenn ihr das wollt, dann sagt mir es bitte. Und zwar geht es hierbei um das Let's Play von diesem Spiel. Es ist so, nach den vier Projekten, die jetzt kommen, ist offen erstmal ein Projekt oder maximal zwei Projekte sind dann verplant. Und der Rest dann schon nicht mehr. Und deshalb, da ist noch was offen. Und wenn ich da nichts finde, worauf ich richtig viel Bock habe, und ihr und euch das eventuell gefallen würde, wenn ich hierzu ein LP machen würde, dann sagt mir das bitte. Ich würde euch die dunkle, also ihr könnt das ja dann spätestens bei der dunklen Bruderschaft entscheiden, das würde mich freuen, am besten jetzt. Das würde mich freuen, wenn ihr dazu mal abstimmt. Wer in Shinjis Namen seid ihr denn bitte? Also, wenn ihr ein Zuschauer seid, dann begebt euch nach oben und sprecht mit dem Mann am Einlass. Hier gibt es verdammt nochmal nichts zu sehen. Und wartet, ich kenne euch. Ihr seid der neue Meister, nicht wahr? Oh, sagt mir nicht, dass ihr tatsächlich den Grauen Prinzen herausgefordert habt. Seid ihr des Wahnsinns? Agronak Gromalok ist der beste Kämpfer, der je die Arena betrat. Er kann nicht besiegt werden. Von euch erst recht nicht. Aber wenn ihr ihn herausfordern wollt, bitte sehr. Nun, ihr wisst, wie alles abläuft. Lasst mich wissen, wenn ihr für einen Kampf bereit seid. Agronak wird dann in der Arena auf euch warten. Euch sollten auf jeden Fall die Wettkampfregeln für diesen Kampf geläufig sein. Gegen den Großmeister zu kämpfen, nun... Die Regeln sind leicht verändert. Ach ja, das will ich jetzt wissen. In Ordnung, hört zu. In einem Kampf um den Titel des Großmeisters gibt es keine Disqualifizierung. Ihr könnt also die Rüstung tragen, die ihr wollt. Agronak trägt sein Gewand der Tapferkeit und er hat es sicher aufs Heftigste verzaubert. Ihr könnt also dasselbe mit einer eurer Rüstungen tun. Wie ihr wisst, ist es bei einem normalen Arena-Kampf verboten, die Leiche eines gefallenen Gegners zu plündern. Nun, dies ist kein normaler Kampf. Falls ihr den Grauen Prinzen schlagt, müsst ihr ihm seine Rüstung abnehmen und sie mitnehmen. Schöne Untertitel. Dann bekommt ihr euer eigenes Gewand der Tapferkeit. Gut, das machen wir gleich. Kurzer Cut. So, dann mal ab zum Finale. Seid ihr bereit, den Grauen Prinzen zu fordern? Also, ohne einen Namen könnt ihr nicht dort hinaus. Ihr wisst schon, ein Arena-Name. Ah ja. Etwas, was leicht zu merken ist, an das sich alle in Cyrodiil erinnern werden, wenn sie später über eure ruhmlose Niederlage reden. Also, was soll es sein? Ja, auf jeden Fall das hier, weil es mich an Day of the Tentacle, an das Purpur-Tentakel erinnert. Purpur?
Purpurklinge, was? Das gefällt mir. Ja, das schaut gut aus. Nun gut. Dann sehen wir einmal, ob ihr irre gut oder nur schlicht irre seid. Der graue Prinz ist bereits auf dem Weg in die Arena, noch während wir uns unterhalten. Trefft euch dort mit ihm. Zwei Meisterkämpfer, Aug in Aug. Mögen sich die Göttlichen eurer Seele erbarmen. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Trollololololol. Schweinekotelett, dir geht's gut, ja. Nee. Egal, wir haben es wohl gebraten. Nein. Oh, das ist auch in der Arena, weil wir ja zwei aus dem blauen Team sind. Übrigens nicht wundern, wenn ich jetzt langsamer bin. Ich habe meine Rüstung angelegt, die übrigens eine schwere Rüstung ist und keine leichte Rüstung mehr wie das leichte Gewand. Puh. Das war beim letzten Mal auch so. Er hat einfach nicht gesprochen. Liebe Leute, ja, bla, unschlagbaren Großmeister der Arena herausgefordert. Aber wer, werdet ihr euch fragen, besitzt den Schneid, sich einem derart furchtlosen Gegner zu stellen? Wer könnte unserem berühmten grauen Prinzen den Titel streitig machen? Verehrte Zuschauer, ich präsentiere euch den jüngsten Meister des blauen Teams, einen Kämpfer voller Mut, Stärke und Siegeswillen. Die Purpurklinge! Ja, ich zeig euch, wo der Penis hängt. Puh. Meine Damen und Herren, Bürger des Reichs, ich präsentiere euch den größten Kampf aller Zeiten. Kämpfer, macht euch bereit, schließt die Tore! Ja. Ich glaube übrigens, wenn man die Quest gemacht hat, dann kämpft er gar nicht. Ich glaube, dann steht er nur rum oder so. Oh, fuck. Der durchbricht mein Schild. Schwuchtel. Jetzt ist Schluss. Tut euer Schlimmstes. Okay. Nicht umfallen. Steh auf, du Spaten. Was ist los? Werdet ihr müde? Mickriger Elf, ich verwende euer Rücken. Hochverehrtes Volk, soeben seid ihr Zeugen des Unmöglichen geworden. Agnora wurde... Puh, das war schon gar nicht mehr so einfach. Und er weiß jetzt nicht, wer er ist. Schweinekotelettiriti. Bei der Großmeister, ihr dürft nur die Arena verlassen. Ja. Bei allem, was Shinji heilig ist, ihr habt es geschafft. Ihr habt den grauen Prinz besiegt. Das ist unglaublich. Damit seid ihr der größte Kämpfer, der je die Arena betrat. Ihr habt Agronax gewandt. Gut, gebt es mir. In Ordnung. Jetzt gebe ich euch das Eurige. Bei Shinji, ich zittere. Das ist wunderbar. Gut, dann wollt ihr ein schweres Gewand der Tapferkeit oder ein leichtes Gewand der Tapferkeit. Ihr habt die Wahl. Mit Leichen bin ich schwerer. Gebt mir das leichte Gewand der. Wohlan. Nun, ich habe die Ehre, euch diese Goldstücke und das begehrte Gewand der Tapferkeit zu überreichen, sowie euch zum Großmeister der Arena auszurufen. Ihr habt es vollbracht. Der graue Prinz, möge er in Frieden ruhen, etc., etc., war ein großer Ork. Doch ihr habt ihn bezwungen. Haha. Geht nun, ruht euch eine Weile aus. Wenn ihr meint, dass ihr bereit seid, kehrt zu mir zurück, auf dass wir eure Zukunft besprechen können. Ey, wie viel Geld? Oh. Gut, dann... Guten Morgen. Hallo, was kann denn der alte Waffenmeister für euch tun? Bereit? Bereit wozu?
Ihr seid Großmeister. Ihr habt schon alles erreicht, was man erreichen kann. Alles. Bewegung. Gut, dann noch einmal mit ihr hier reden. Es gibt einen neuen Großmeister der Arena. Hört zu, ich wette, dass ihr euch fragt, was ihr nun tun sollt, nicht wahr? Nun, ich habe darüber nachgedacht. Warum machen wir es nicht etwas interessanter und bieten den Menschen in Cyrodiil das, was sie sich wirklich wünschen? Wir überarbeiten die Wettkampfregeln, bieten eine neue Form von Kampf an. Ich rede von wöchentlichen Spektakeln, von Kämpfen, in denen ihr gegen, ha, wartet nur, Monster antretet. Und vielleicht sogar ein paar wilde Tiere. Das klingt doch großartig, oder? Bestimmt. Ich habe bereits Leute ausgesandt, die eure nächsten Gegner auftreiben. In der Wildnis wimmelt es nur so von ihnen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr für einen Kampf bereit seid. Und die Spiele gehen weiter. Gut, einen Kampf davon machen wir jetzt noch. Und dann war's das für dieses kleine Mini-Projekt hier. Gut. Mit euren Fähigkeiten habt ihr folgende Möglichkeiten. Wollt ihr gegen einen Keiler, und einen Wolf oder gegen zwei Wölfe und einen Goblin-Scharmützler antreten? Ding, ding. Ihr habt es! Ich lasse die zwei Wölfe und den Goblin-Scharmützler in die Arena bringen. Jetzt geht dort hinauf und bietet den Leuten etwas für ihr Geld. Machen wir. Gut, das ist es dann, was wir jetzt noch machen. Vorm Ende. Heilen? Nö. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Oh, er hat wieder seine Stimme zurückbekommen. Wunderbar, cool. Einige von Cyrodiils wildesten Bestien kämpfen zu sehen. Wer wird diese Woche die epische Schlacht zwischen Kämpfer und Kreatur gewinnen? Finden wir es heraus! Schließt die Tore! Wichst mit dem Penis! Oh Gott, finde ich langsam. Au! Sag mal, Penis oder so. Gott, die armen Wölfe, die tun mir so leid. Nein, der Goblin nicht. Aber die Wölfe auf jeden Fall, total. Vielleicht der Goblin auch ein bisschen, aber die Wölfe, Gut, damit würde ich sagen, war es das für dieses kleine Mini-Codes-Projekt hier. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Jetzt kommen ja die vier nächsten Projekte, bla bla. Und dann bis dann und ciao. Ihr seid der Großmeister. Ich sah euren Kampf gegen den Grauen Prinz. Ihr seid der Beste. Kann ich euch folgen? Ich würde euch nicht zur Last fallen. Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und den Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. Tschüss.